Was geht und willkommen zurück zu Project Hospital. Ja, ich stopp mal hier an dieser Stelle. Ich habe nämlich gerade eine E-Mail bekommen oder hier ein Pop-up bekommen, dass die Christina Schmidt nicht operiert werden kann, weil wir keine freien Betten in der Orthopädie haben. Das heißt, die Normalstation, ihr seht, ist voll und wir müssen uns jetzt hier überlegen, irgendwie noch Normalstation hinzuklatschen, weil es ist hier, ihr seht, es ist komplett alles voll. Und ich habe mir überlegt, statt dass wir hier jetzt einfach irgendwie noch einen Raum hinklatschen, platzieren wir hier mal ein ein Fahrstuhl. Oh, der ist so ziemlich groß. Passt der hier hin? Okay, der passt hier nicht. Ah, das ist nicht schick, ne? Wie sieht denn das aus mit der Tür oder so? Also, er würde hier auf jeden Fall hinpassen. Es sieht nicht schick aus, muss man halt ehrlicherweise gestehen. Ich würde den hier trotzdem platzieren. Hier vielleicht so, ne? Sieht nicht schick aus. Oder wir platzieren den Fahrstuhl vielleicht irgendwo, wo mehr Platz ist. Ja, hier ist halt irgendwie so ungenutzter Raum. Ich glaube, wir machen das dann doch vielleicht eher hier so. Und die Tür platzieren wir dann seitlich. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Machen wir jetzt auch. Hier kommt der Fahrstuhl hin. Die Tür kann weg. Und dann platzieren wir die Tür einfach mal hier so. Dann passt das mal wieder. Ich guck mal nochmal, ich kontrolliere das mal ganz kurz in der Orthopädie. Das war ja die Diagnostik und die Diagnostik ist auch, ja, betretbar, also mit 1, deswegen passt das. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Fahrstuhl und ich würde gerne im Obergeschoss, die lassen wir hier mal auf, wobei die können wir uns ja nachher aufrufen oder kann man sich die hier irgendwie als angepinnt, pinnen, damit sie offen bleibt. Genau, die kann ruhig offen bleiben. Und dann gehe ich mal ganz kurz eine Etage nach oben. Wobei, wir machen das doch erstmal kurz aus. Genau, und jetzt können wir hier nämlich... Ja, passt das schon mit dem Obergeschoss? Können wir jetzt hier einfach... Oder müssen wir... Müsste hier oben nicht auch ein Fahrstuhl jetzt sein? Habe ich das falsch gebaut? Nee, so richtig, ne? Aber hier oben müsste doch jetzt eigentlich auch ein Fahrstuhl sein. Oder muss ich hier den Fahrstuhl auch platzieren? Also würde doch keinen Sinn machen, oder? Nee, hier kann ich keinen platzieren. Fahrstuhl auf dem Dach nicht möglich. Oder sehe ich den einfach nur nicht? Wie funktioniert das nochmal? Ah, neues Stockwerk. Oh, bin ich blöd. So, kopiere Wände und Böden. Ja, machen wir einmal. Zack. Aha, okay. Das war aber ein Fehler. Ich hätte die Wände nicht mitkopieren sollen. Scheiße. Nun gut, nicht schlimm. Ich lösche hier einfach mal manuell alles raus. Ganz fix. Sollte kein Problem sein. So, sehr gut. Dann haben wir den Fahrstuhl auf dieser Etage. Ich würde eigentlich einfach sagen, die Normalstation können wir direkt hier wieder platzieren, ne? Also im Prinzip parallel zu diesem Stock. So, die Orthopädie ist hier. Und dann gehen wir eigentlich hier im Prinzip rein und machen hier die Orthopädie weiter. Aber ohne Zimmer. Also wir machen hier wirklich nur rein die Station. Ich glaube, wir brauchen da keinen Bereitschaftsraum oder sowas. Glaube ich zumindest. Deswegen löschen wir das hier erstmal alles. Wollen wir was lassen? Ich überlege gerade, ob wir hier nicht trotzdem Platz für Bereitschaftsraum und Co. lassen sollen. Macht das Sinn? Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir im zweiten Stock auch nochmal einen neuen Bereitschaftsraum etc. Anschaffen sollen. Aber ich weiß es nicht. Ich mache es erstmal nicht. Ich lasse es mal so und platziere aber. Beziehungsweise ich kann ja erstmal die Räume kopieren. Das ist ja kein Problem. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Zack. Und platzieren die einfach mal hier so in der Orthopädie. Das ist ja, sind ja, glaube ich, die Orthopädie-Räume gewesen, ne? Jo. Sehr schön. Dann haben wir hier oben auch. Ich glaube, das müssen wir aber noch einmal hier auch festlegen, dass das die Orthopädie ist oder dass das hier halt dazugehört. Zack, zack. Kein Zugang. Warum haben die hier keinen Zugang? Ah, ich habe hier die Türen, habe ich hier irgendwie rausgelöscht. Das ist nicht so geil. Was hatte ich denn hier für Türen? So eine Türen. Machen wir mal erstmal so, wie es da ist. Jetzt sollte da auch ein Zugang sein, weil hier ist der Fahrstuhl. Da gehen sie rein. Und hier oben würde ich gerne Glasdächer, so ein Glasdach machen. Das kommt doch bestimmt cool, oder? Von dieser Seite aus macht das keinen Sinn, aber von der auf jeden Fall. Die können wir es eigentlich auch machen. Why not? Sehr schön. Wunderbar, dann könnt ihr auch schön nach draußen gucken, hat doch was. Und wie gesagt, mehr Räume machen wir erstmal nicht. Vielleicht, die sind ja auch nicht belegt, deswegen belassen wir es. Es ist halt ziemlich wenig, aber vielleicht sollte es fürs Erste ausreichen. Wir gehen mal nochmal in die Orthopädie rein und machen auch hier einmal direkt Korridore, damit diese Räume auch, ich sag mal, gesäubert werden. Zack.
Ja, ich glaube, sollte erstmal ausreichen. Vielleicht auch tatsächlich bis zum Fahrstuhl. So, sehr gut. Ich weiß ehrlich gesagt, es gibt ja auch hier so einen Fahrstuhlplan. Was kann man denn da machen? Das habe ich nie genutzt. Wenn du den Verwaltungsmodus zur Planung genutzt, kann hiermit markiert werden, wo Fahrstühle platziert werden. Ach so. Ach, man kann hier einfach nur platzieren, dass hier ein Fahrstuhl hin soll. So im Prinzip. Ah, okay, macht das Sinn? Ach, das wird hier eh automatisch platziert. Okay, schaut mal. Das ist hier eh automatisch platziert worden. Na ja, gut, dann, weiß nicht, ob das jetzt so Sinn gemacht hat. ja, wir machen das mal hier. Zack, Fahrstuhlplan. Das heißt das dann aber, dass nur diese Abteilung diesen Fahrstuhl nutzen kann? Das will ich natürlich nicht. Deswegen machen wir es mal einfach mal so. Sollte ausreichen. Oder? Ich weiß es nicht. Wir lassen es mal so. Die sollten die Fahrstühle ja trotzdem nutzen. Wir beobachten das gleich mal. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Live-Modus und holen uns nochmal die Patientin an. Genau, die war es nämlich. Weil jetzt können wir sie nämlich stationär aufnehmen. Und ich schaue mal, ob sie die Patientin direkt nach oben verfrachten. Dazu gehen wir nochmal zur Patientin auch hin. Christina Schmidt, genau, die ist jetzt bei der Ärztin. Spuren wir das Ganze mal so ein bisschen vor. Wobei geht die da? Ja, okay, genau, sie ist jetzt zum Fahrstuhl gegangen. Nee, gar nicht. Oh, Öffnungszeiten, wir machen zu. Wo ist denn jetzt die Christina Schmidt? Holy shit. Hat sie sogar gereimt, sehr gut. So, die Christina. Ach so, doch, die geht alleine. Was, die geht alleine dorthin? Muss sie nicht von einem Pfleger oder so da stationiert werden? Okay, die Patientin hat sich da alleine hingelegt und macht sich da jetzt ganz alleine. Tut mir ja schon so ein bisschen leid, dass die da ganz alleine jetzt hier oben ist. Aber gut, irgendwann wird das da oben auch voll sein. Keine Sorge. So, wie sieht es denn mit dem OP-Plan aus? Ist sie denn auch bald dran zumindestens? Jo, ist sogar als nächstes Rad dran. Sehr schön. Dann haben wir hier schön 2000 Dollar uns gesichert. Und dann können wir uns tatsächlich für die nächsten Folgen mal überlegen, welche Räume und Abteilungen wir im Obergeschoss platzieren wollen. Weil ihr seht, wir haben ja jetzt alles kopiert im Obergeschoss. War vielleicht ein Fehler, aber ja gut, können wir ja dann nachträglich auch alles rauslöschen, wenn wir es nicht benötigen. Eine Sache habe ich vergessen, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Wir haben nämlich in der Kardiologie hier nämlich auch einen Abstellraum. Und hier müssen wir auch Personal einstellen. Dann nehmen wir natürlich wie immer die günstigsten, die es gibt, weil, ja, sollte ausreichen. Sehr schön. So, haben wir denn in der Kardiologie schon Patienten? Sieht nicht so aus. Schade. Da hätte ich schon gerne mal irgendwie Patienten gesehen, weil das hat mir viel, viel Geld gekostet, die Kardiologie, die ja jetzt auch eröffnet ist. Aber die hat mir bislang keinen Umsatz generiert. Das ist ein bisschen schade. So, überspringen wir erstmal die Nachtschicht. Die ist ja immer relativ langweilig. So, wir sind wieder in der Normalschicht und ihr seht, wir sind bei minus 20.000 Dollar. Das werden wir in der Normalschicht wieder rausholen. Aber das zeigt halt dieses Problem, was ich schon eigentlich immer in diesem Spiel hatte. Und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Die Nachtschicht generiert einfach keine Einnahmen. Ich glaube, die Nachtschicht ist halt wirklich einfach da, um Patienten weiter diagnostizieren zu können. Vielleicht sogar operieren zu können, wenn man eine Nachtschicht denn auch Chirurgen hat. Allgemein zu versorgen, behandeln. Also ich glaube, die Nachtschicht ist keine Profitzeit, sondern wirklich einfach nur ein Kostentreiber. Aber die ist halt trotzdem notwendig, weil wenn wir eine Station haben, müssen die Patienten natürlich auch nachts versorgt und ja, womöglich behandelt werden bei Notfällen. Und ja, es kommen halt logisch nachts kaum, es sei denn so Notfallpatienten, die können natürlich nachts immer kommen durch Krankenwagen oder Wagen. Ja, ich sehe gerade, ich habe nur einen Krankenwagen. Ich bin der Meinung, ich hatte im letzten Safe Game 2, ne, nachdem mein Safe Game ja abgeschmiert ist und ich ja ein bisschen weiter zurückspringen musste, weiß ich gar nicht mehr. Ich bin der Meinung, ich hatte 2. Kann ich mir jetzt natürlich nicht leisten. Aber nun gut, es gibt eine neue Nachricht. Wir haben hier einmal 45% mehr Patienten für die innere Medizin für einen Tag, weil in der benachbarten Klinik ja eine Renovierung ansteht. Und ich schaue mal ganz kurz, wie sind wir denn? Oh, okay. Die innere Medizin, da haben wir nur 2 freie Betten. Da, das ist nicht so geil. Ich sehe gerade die Überwachungsstation. Ach nee, das ist hier die Orthopädie. Okay, sorry. Überwachung. Wir haben hier 2 Normalstationen. Ach nee, wir haben nur 2. Wir haben in der Normalstation tatsächlich nur noch ein freies Bett, wenn ich das richtig sehe. Jo, wir haben nur ein freies Bett in der Normalstation und in der Überwachungsstation tatsächlich nur noch 1.
Oh, da müssen wir tatsächlich auch überlegen, irgendwo. Vielleicht könnten wir die Überwachungsstation hierhin verfrachten und daraus eine Normalstation machen. Das würde ich schon eher befürworten. Wir beobachten mal kurz, wie wirklich 45% ist halt schon heftig, ne? Also da gehe ich schon von mehreren Patienten aus, die hierher kommen. Aber bislang ist die innere Medizin leer. Es ist aber auch noch nicht mal 9 Uhr. Die sollten bald alle eintrudeln. Wir behandeln bzw. diagnostizieren derweil mal auch andere Patienten. Ich habe jetzt auch so den Sehtest gemacht, aber ja gut, lassen wir jetzt einfach mal stehen. Ich beobachte jetzt aber mal die innere Medizin. Eventuell müssen wir hier auch tatsächlich tätig werden. So, Armprellung, da macht, glaube ich, ein abdominales Lasten keinen Sinn. Wir machen da mal einen Ultraschall der oberen Gliedmaßen. Das sollte eigentlich nicht Ultraschall, Röntgen, natürlich. Das hier, sehr gut. Genau, und wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal für diesen Tag so ein bisschen mehr in der inneren Medizin. Bislang, wie gesagt, sieht ruhig aus. Christian Halbhuber hat Bakterien. Okay, ich glaube, den müssen wir hier... Ja, wir machen erstmal eine körperliche Untersuchung und abhören. Vielleicht kriegen wir das hier sogar schon raus. Jo, das hat er sehr gut. Und der bekommt Ruhe verabreicht und darf nach Hause. Jörg Thiemeier, kollabiert, schwitzt, Brustschmerzen und Erschöpfung. Der braucht, glaube ich, eine Infusion. Wir geben den auch mal direkt eine. Wobei, Befragung. Wieso können wir dem keine Infusion geben? Müssen wir den eventuell... Ach doch, hier, Infusion sollte erstmal ausreichen und der muss in die Normalstation oder Überwachungsstation? Überwachungsstation kommen ja, glaube ich, nur frisch operierte Patienten rein. Deswegen machen wir hier mal normalstationär aufnehmen. Und dann kann er ruhig weiter untersucht werden. Aber das kann ja dann die Kollegin hier machen. So, Petra Schmidt hat eine einfache Ulna-Fraktur. Interessant. Kommt ein Armgips und hat sich das damit erledigt. Und wir sehen, in der inneren Medizin haben wir bislang 4 Patienten. Das ist, ja, das ist... Erstmal gut, bringt natürlich Kohle ein, aber ich hoffe nicht, dass die stationär aufgenommen werden müssen, weil wir, wie gesagt, nur noch ein freies Bett haben. Oh nein, wir haben tatsächlich sogar 4 Betten frei. Die wurden heute alle entlassen, sogar die aus der Überwachungsstation. Sehr, sehr geil. Das heißt, die können auch ruhig jetzt hier stationär aufgenommen werden. Why not? Ich hoffe halt nur, dass die Ärztin sich ein bisschen ranhält und alle ja, behandeln kann. Herbert Schreiber. Hat Schluckbeschwerden. Okay, dann machen wir mal erstmal ein Abhören und eine körperliche Untersuchung. Wie gesagt, der Standard. Und der Oliver González, der kollabiert auch. Der hat eine Nierenruptur. Der braucht unbedingt eine abdominale OP. Das kriegt er in der Chirurgie. Der ist auch gerade in der Chirurgie. Hypovolemischer Schock. Der braucht eine Bluttransfusion. Bekommt er aber auch schon. Okay. Das heißt, der wird schon behandelt. Da brauchen wir nicht viel machen. Ach, der kommt in die Intensivstation? Ach ja, klar, weil er schon eine finale Diagnose hat. Sorry, also Intensivstation kommen Patienten rein, die eine finale Diagnose bereits haben. Die keine finale Diagnose haben und kollabieren, kommen ins Traumazentrum. Also im Prinzip wie wirklich Notfallpatienten werden die behandelt. So, ich hoffe, ich habe es richtig geschildert. Ja. So, Herbert Schreiber hat Pharyngitis. Ja, sollte passen. Sehr schön. Und die innere Medizin, die läuft. Läuft. Die Ärztin macht das gut. Ich glaube, das ist auch eine relativ gute Ärztin, Barbara Kober. Apropos Ärzte, ich schaue mal ganz kurz, ob wir auch überall jetzt einen Oberarzt eingestellt haben, wo es geht. Hier ist die Anke Thompson, Oberarzt. Ja, passt auch soweit. Die Linda Barclay ist, glaube ich, hier auch am besten geeignet, wobei der Harald Kamishiraishi auch nicht schlecht ist, aber ich glaube, die ist hier schon mit am besten. Irgendwann werde ich mich zum Oberarzt rantasten. Paddy Mama Rosa, logisch. Chirurgie haben wir die Christine Halbhuber, sollte auch am besten geeignet sein. Spezialist, sie hat 59, sie hat 64, ist ein bisschen besser. Oh, sie hat sogar 65. Eignet die sich vielleicht sogar besser als Oberarzt, die Bettina Meier? Weiß es nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welcher Skill
am meisten für einen Oberarzt geeignet ist. Ist es dann wirklich für die Abteilung, die speziell oder der Skill, also hier in dem Fall die Chirurgie, oder der Titel, die Sternebewertung? Ich habe keine Ahnung. Belasse es jetzt einfach mal bei der Halbhuber. Barbara Kova ist in der inneren Medizin die Oberärztin, obwohl, ja gut, der ist auch schon, ja. Die Barbara macht das schon. So, Orthopädie haben wir Katharina Schubert. Ist eine Spezialistin. Hat auch 100%. Okay, das ist krass. Das ist krass. Und für die Kardiologie haben wir die Linda Kowalski. 62. Der ja zum Beispiel 86. Aber er ist ein Chirurg. Macht der Sinn als Oberarzt? Was macht ein Oberarzt? Wird mir hier leider auch nirgendwo beschrieben anscheinend. Ist ein bisschen doof und ein bisschen schade, dass mir das nirgendwo erklärt wird. Aber hier auf dem ersten Blick würde ich sagen, Manfred Riegler eignet sich hier am besten als Oberarzt, weil er halt 86% hat. Wir lassen aber erstmal die Linda Kowalski. Und wie gesagt, schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Faktoren für einen Oberarzt sprechen. So, letzter Patient, dann mache ich Schluss für heute. Jan Baumann ist kollabiert. Der hat hier eine Erschöpfung, den geben wir hier auch direkt mal in Infusion. Geht aber nicht. Station die Zuwanderung ist nicht verfügbar. Why? Sagt nicht, dass das Traumazentrum voll ist. Sagt nicht, dass es voll ist. Nein. Es ist leer. Warum kann er keine Infusion bekommen? Der müsste doch einfach hier irgendwo rein. Warum geht das nicht? Infusion. Benötigt der Raum beliebiger Büro? Oder Station. Das heißt, er muss Aufnahme TC. Ich bin der Meinung, der muss ins TC aufgenommen werden. Machen wir mal Code Blue. Ich gucke mal. Und dann müsste der eigentlich auch eine Infusion bekommen können. Ja, jetzt geht's. Okay, sorry. Also man muss erstmal anklicken, ob er stationär aufgenommen werden muss oder nicht. Jetzt können wir hier eine Infusion verabreichen, damit er zumindest die Erschöpfung... Aber wir haben hier noch 12 versteckte Symptome. Die pulsieren und das ist immer nicht gut. Da machen wir mal direkt erstmal hier so eine körperliche Untersuchung. Vielleicht findet man da schon ein bisschen was raus. Jan Baumann, Lena Sauer, ja, körperliche Untersuchung abhören. Aber der Jan Baumann, der interessiert mich gerade am meisten. Schauen uns den mal an. Wir pinnen den mal hier einmal. Und wir steuern den hier einmal. Oder wir machen den mal hier als Favorit. Ich will das mal nachverfolgen. Das ist gerade spannend. Ist gerade spannend. Bei der machen wir mal ein Röntgen der unteren Gliedmaßen. Und wir gehen mal wieder hier auf den Jan Baumann. Oh, die kollabiert auch. Holy moly, was ist denn hier los? Sie muss, was bekommt sie? Pulsiert hier irgendwas? Atemversagen. Sie müssen eine künstliche Beatmung bekommen. Jo, das einmal sofort und direkt auch einmal einweisen, ne, würde ich sagen. Stationäre Aufnahme. Machen wir mal. So, wo ist mein anderer Kollege? Der ist hier schon im TC, das ist gut. Der wird gerade diagnostiziert. Marcel, Alter, was ist denn hier los? Und in der Kardiologie. Ich hatte es ja auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, die Kardiologie ist eine sehr, sehr stressige Abteilung, weil viele kollabieren. Die müssen ja auf jeden Fall schnell arbeiten, die Ärzte. Ich will aber trotzdem bei dem Kollegen erstmal bleiben, weil wir mit dem angefangen haben. Bei dem machen sie jetzt erstmal eine körperliche Untersuchung. So, das hat anscheinend nichts gebracht. Nee, da sind sie noch nicht fertig gewesen. Okay. Jetzt hat es nichts gebracht anscheinend. Okay. Michael. Nee, gar nicht. Mann, das ist wieder ein anderer. Verdammt. Oh Mann, bei dem will ich doch nicht sein. Ich will mir den hier angucken. Okay, jetzt wissen wir mehr. Er hat Fieber, Zyanose, Erschöpfung. Ich glaube, dieses Dunkelblaue heißt, dass das gerade abfällt, ne? Oh nee, Dunkelblau heißt hohe Gefahr, Erschöpfung. Das heißt, wir müssen ihm auf jeden Fall Infusion geben. Die bekommt er aber auch gerade. Das heißt, die muss ab... Nee, ist unterdrückt, sorry. Das Dunkel ist unterdrückt, Zyanose ist mittelmäßig. Das ist alles mittelmäßig, das geht einigermaßen noch. Aber wir haben hier noch ein weiteres pulsierendes Symbol. Das müssen wir hier unbedingt... Wir machen mal eine Differentialdiagnose bei dem. Okay, es gibt keine freien Betten in der TC. Doch hier. Oder wird das gerade benutzt? Oh, scheiße. Oh, shit. Wir haben kein freies TC-Bett mehr. Das ist nicht gut. Und wir haben auch keinen Platz mehr für ein weiteres. Oh, Mann. Das ist überhaupt nicht gut. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein kleiner Cliffhanger für die nächste Folge.
Schreib mir gerne in die Kommentare, was ich machen soll. Aber wahrscheinlich werde ich es gar nicht rechtzeitig lesen, weil ich voll produziere. Ich werde vermutlich ein weiteres TC im Obergeschoss bauen. Ob das Sinn macht, keine Ahnung, weil die Notfallpatienten dann erstmal nach oben transportiert werden müssen. Oder wir vielleicht ein bisschen umbauen müssen und hier irgendwie erweitern müssen. Vielleicht können wir hier noch einen kleinen Weg machen und hier ein TC bauen. Ich überlege mir was. In der nächsten Folge werden wir dann eins bauen, damit wir auch den Patienten behandeln können und nicht woanders hinschicken müssen. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.